Moin Grillfreunde! Heute gibt's was von der Roti und zwar ein richtig geiles Grillhähnchen auf einem Gemüsebett. Und wie das wird, schaut's euch an. Für meinen Kikok auf dem Gemüsebett brauchen wir natürlich ein Kikok-Hähnchen. Hier habe ich ein schönes Exemplar. Ihr kennt das Kikok immer hier an dem Thermometer. Das zeigt euch, wenn es rausploppt, dass es gar ist. Das werden wir gleich noch vorbereiten. Dann habe ich ungefähr 1,2, 1,3 Kilo festkochende Kartoffeln, so 6, 7 rote Zwiebeln, Olivenöl, 5, 6, 7 Karotten, eine halbe Zitrone, 3 Rosmarinzweige, 6, 7 Knoblauchzehen und zum Würzen brauchen wir dann einmal Chakalaka. Und zwar ist Chakalaka von der Firma Stay Spiced. Ein afrikanisches Gewürz, richtig lecker. Also das nehme ich für viele Sachen sehr gerne. Dann brauchen wir ein Salz und ein Pfeffer. So, ich beginne jetzt erstmal damit, das Hähnchen stelle ich nochmal wieder kalt, das Gemüse vorzubereiten. Ich habe hier hinten schon eine Schale, da werden wir das dann alles rein platzieren. Und wir werden das Hähnchen auf der Rotisserie machen. Da habe ich jetzt hier schon mal den Drehspieß. Das Gemüse ist jetzt geputzt und vorbereitet. Die Kartoffeln, die kleineren, gehälftet. Ein bisschen größere, die habe ich dann mal ein bisschen kleiner geschnitten. Die Möhren in ja, so halb Zentimeter dicke Scheiben aufgeschnitten. Die roten Zwiebeln gehälftet bei den kleineren, bei den größeren auch mal geviertelt. Der Rosmarin, der kommt gleich mit rein. Die Knoblauchzehen, die habe ich einmal von der Schale getrennt, die Enden abgeschnitten und einmal ein bisschen angedrückt. Jetzt füllen wir das Ganze mit dem Olivenöl auf, sodass möglichst, ja ich sag mal, das sind jetzt bestimmt so 100 Milliliter, weitestgehend der Boden bedeckt ist. Das müssen wir mal gucken. Dann kommt gleich ein bisschen Salz dazu. Das habe ich jetzt hier noch in der anderen. Das ist das Grobe jetzt davon, sowie auch schon mal ein paar Spuren Pfeffer. Dann sollen wir das Ganze mal ein bisschen verteilen. Den Rosmarin nehme ich noch mal kurz zur Seite. So, ihr seht das Olivenöl, das müsste ungefähr reichen. Das sind jetzt ungefähr, denke ich mal, so 100 Milliliter gewesen. Das wirklich alles mal benetzt ist. Und dieses Gemüsebett, das bildet nämlich die Tropfschale gleich von dem Hähnchen auf der Roti. Und das Hähnchen werden wir nämlich jetzt vorbereiten. Aber vorher verteile ich noch schön die Rosmarinzweige. Die kommen noch so ein bisschen mit rein. So, und das stellen wir jetzt mal zur Seite. Nun geht's zum Hähnchen vorbereiten. Das Kikok, das habe ich einmal abgewaschen, abgetropft und abgetupft. Jetzt werden wir das nochmal gucken, was wir da noch so ein bisschen wegschneiden. Und zwar nehme ich hier vorne einmal den Bürzel nochmal ab. Den mag ich nicht so gerne, da ist auch manchmal noch so ein bisschen Feder dran. Dann gucken wir nochmal hier am Hals, ob hier überschüssige Haut ist. Das ist in diesem Fall nicht. Manchmal haben wir das. Das sieht schon ganz gut aus. Hier braucht man gar nicht mehr viel zu machen. Wie gesagt, sauber gemacht habe ich das vorher. Ordentlich mit kaltem Wasser abspülen. Um noch ein bisschen mehr Gewürz an das Hähnchen zu bringen, gehe ich immer ganz gerne mal mit den Fingern unter die Haut, gerade auf der Brust. Das seht ihr, das geht ganz gut. Die Haut wollen wir natürlich nicht zerreißen, aber wir bilden uns jetzt so ein bisschen hier so Taschen. Da werden wir auch gleich noch Gewürz anreiben. Das geht ganz wunderbar. Mit einem Finger mal vor und dann kann man schon mal so einen zweiten Finger zunehmen. Nun werden wir das Hähnchen würzen und da bin ich jetzt auch nicht alleine, denn diese Hand, die verrate ich euch erst am Ende, wo, wem die gehört. Dann machen wir erstmal ein bisschen hier in die Taschen rein. Hier nochmal ein bisschen. Ordentlich rauf.
Chakalaka, wie gesagt, ist eins meiner Lieblingsgewürze. Afrikanische Herkunft, also jedenfalls die Mischung. Und das ist schon ganz ordentlich. Einmal hier ordentlich rein und dann ruhig noch einen zweiten. Innengewürzen macht eigentlich auch immer Sinn, um die Aromen ein bisschen zu verteilen. Ihr könnt auch gerne noch mit Kräutern füllen. Ich mache mal ganz gerne Zitronentümchen rein. Im Moment muss ich leider sagen, mein Busch hat es gerade nicht überlebt. Ich glaube, ich habe einen Zeugen. Ne? Deswegen habe ich jetzt Bio-Zitrone genommen und werde die dort mit füllen. Ja, und jetzt werden wir das von außen einmal schön würzen, weil wir haben noch eine Restfeuchte vom Waschen. Da braucht man jetzt auch kein Öl. Einmal rüber, genau. Ordentlich verteilen. Da. Wichtig ist auch, Leute, vergesst nicht so die Achseln. Mal gucken uns das gleich nochmal an. Wir werden noch so ein bisschen Rest aufnehmen. Genau, schön rüber von den guten Gewürzen. So, und dann ist nochmal wichtig, hier ruhig die unter den Achseln nochmal. Kann ruhig ein bisschen. Wir werden das alles nachher noch mit in die Gemüseschale nehmen, was hier an Gewürzen überbleibt. Also da wird nichts verschenkt, ne? Das wird, gibt alles Geschmack ab. Hier nochmal. So. Ja, eine Zitrone wollte wieder weg. Das macht nichts. Gucken wir uns das mal an. Das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, den Schenkel können wir noch ein bisschen. Ja. So. Was sagt die dritte Hand? Sieht gut aus. Sehr schön. Und riecht gut. Ja. So, das werde ich jetzt einmal kurz auf den Spieß stecken. Dafür werde ich mal kurz nochmal die Hände waschen. So, Hähnchen ist vorbereitet. Nehmen wir uns den Drehspieß. Das macht Sinn, sich den vorher schon so ein bisschen auszurichten, dass man weiß, wo das Hähnchen draufkommt. Ja, und jetzt nehmen wir uns das Hähnchen und setzen das mal drauf. So, ich schmeiße noch das Küchen-Entrio die Gegend. Aber gucken wir mal, dass wir hier möglichst gut eine Stelle treffen, wo wir schön fixieren können. Das sieht gut aus. Dann die Konterkralle. So, okay. Das gefällt mir schon ganz gut. Das mache ich jetzt einmal fest. So, das Hähnchen haben wir fixiert. Hier werden wir gleich noch mit Metzgergarn Flügel und Beinchen oder die Keulen einmal fixieren, damit sich das besser dreht auf dem Drehspieß und nachher nicht eventuell, wenn es gar sein sollte, abfällt. So, das Hähnchen ist vorbereitet, es dreht sich super, fällt nichts ab und jetzt geht's an den Grill. Freunde, wir sind jetzt draußen am Grill, den Bräukling, den heizt sich noch so ein bisschen auf 180 Grad hoch, aber wir können trotzdem schon mal unsere Gemüseschale reinstellen. Freunde, sieht das nicht bunt aus? Geil, ne? Zum Setup, ich habe jetzt hier einmal die Brenner rechts und links, also Brenner 1 und Brenner 4. Auf ziemlich hohe Stufe. Das muss ich noch mal ein bisschen austarieren nachher. Das teste ich jetzt hier mal mit. Ich möchte eigentlich eher so indirekt grillen. Und die platzieren wir jetzt einmal direkt über den Rotisserie. Hier haben wir jetzt das Hähnchen. Und das geht jetzt hier rein. Und dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, Leute. Wenn nicht, muss ich mir noch die Roste rausnehmen. Schauen wir mal, ob es dreht. Ja, Freunde, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Ich habe das Hähnchen ein bisschen freilaufen lassen, indem ich so ein bisschen von dem Gemüse zur Seite genommen habe. Jetzt dreht es schön sauber. Es kommt nicht an. Das Hähnchen wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner werden. Hoffen wir nicht. Ist ja auch Top-Qualität. Ja, wie gesagt, indirektes Setup. Ich brauche die Roste nicht rausnehmen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, nehmt euch die Roste rauf und stellt die Schale direkt auf die Flavor Bars. Wie gesagt, mit dem Gemüse muss ich nachher nochmal gucken, das erzähle ich euch nachher im Fazit, ob wir nachher vielleicht alle Brenner auf kleinste Stufe machen oder mal ein bisschen wechseln, aber das muss ich selber erstmal ausprobieren. Ja, und jetzt würde ich sagen, Hähnchen, gute Nacht zum letzten Gang. Es ist fertig. Sieht
das nicht fantastisch aus? Jetzt werden wir erstmal den Drehspieß ausschalten. Und dann werden wir das Hähnchen mal als Brettchen platzieren. Und die Schale stelle ich jetzt auch rüber, dann nehme ich auch gleich nochmal mit. Dann nehmen wir das Hähnchen mal vom Drehspieß. Handschuhe sind angesagt, Leute. Einmal hier die Kralle entfernen. Das geht bei der einen schon mal ganz gut. Dann nehmen wir uns mal zur Seite. Und hier nochmal einmal. So, das ging schon mal sehr fein. Und dann werden wir jetzt das Hähnchen in die Gemüseschale verteilen. Und dann werden wir uns das jetzt schön aufschneiden. Die Keule mal im Ganzen. Dazu essen wir noch gleich den Knoblauchdip ohne Knoblauch. Und das Video davon, das verlinke ich euch hier oben. So Leute, kleines Fazit zu dem Peacock-Hähnchen von Aroti mit Gemüsebett. Ich hoffe, das sagt alles. Ratzeputz weggegessen. Ich hatte ja noch tolle Gäste heute hier. Und da würde ich einfach mal sagen, wie hat es euch gefallen? Mahlzeit! Hallo! Die beiden sind Daughter and Dad's Sizzle-Sohn, den Kanal von euch. Den verlinke ich mal hier oben. Das ne? Hier oder gerne machen. Da oder da. Ja, wir durften heute mitessen und es war total lecker. Ja. Was hat dir am besten gefallen? Das Fleisch. Das Fleisch war klar. Und die Kartoffeln, die waren sehr, sehr lecker. Sie kriegt ja bei uns nicht. Sie kriegt bei uns ja nicht so häufig Kartoffeln. Wenn ich das mache, die was werden. Deswegen, ich fand die auch sehr lecker. Die Zwiebeln waren auch sehr lecker. Ja. Waren. Das ist alles weg. Ja. Ja, vielen Dank, Marc. Freut mich. Mir hat es auch geschmeckt. Dann haben wir noch jemanden da, der mitgegessen hat. Glück auf! 0231 Barbecue verlinke ich euch hier auch nochmal hier irgendwo oben. Ja, Björn. Warum hast du die Möhre geklaut? Es sollte noch ein bisschen was drin sein. Ja. Was soll ich sagen? Also, das sagt ja alles, ne? Warum hast du die Möhre? Nein, top. Hähnchenfleisch, top. Das Gemüse generell. Einfach nur Bombe. Hast du gut gemacht. Ja, danke schön. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Ja, dann gebe ich dir das mal kurz in die Hand. Danke. Und dann sage ich, oder wo? Dann sage ich, Leute, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ein wohlwollender Kommentar ist auch mal gerne gesehen. Und ein Abo natürlich auch. Ich muss doch schnell hin, die essen jetzt noch die Reste. Ich wollte es euch wenigstens mal zeigen. Ja, und dann, Leute, bis zum nächsten Mittwoch. Ciao, Leute.